Ich habe das Rohr jetzt mit Spray anthrazitfarben lackiert, habe da drumherum abgeklebt, dass das anthrazitfarben lackiert ist, weil dann können die Maler hier das mit dem Weiß lackieren, wenn die irgendwann in die nächsten Wochen kommen. So, und hier ging ja das Rohr hier raus, hatte ich euch ja mal gezeigt, wo ich die Kabel durchstecken kann. Das heißt, wenn später hier die verschiedenen Hängeleuchten hinkommen, habe ich da oben das Langloch drin und kann dann die Kabel hier durchstecken, kommen dann da raus. Das heißt, hier werden wir dann den Spot hinmachen, denke ich mal, oder machen wir hier einen Melder hin, mal gucken. Jetzt bohre ich mir von dem Zimmer hier nebenan hier oben Löcher durch, dass ich da oben irgendwo oben drüber rauskomme, muss ich noch wieder abkleben, dass ich mit den Kabeln hier in die Decke reinkomme, weil sonst habe ich da keine Möglichkeit ohne weiteres. Bohren wir durch, hängen dann Kabel hin für die Lampen, also für die Hängeleuchten und so weiter. Und den Melder und so weiter, ja. So, tun wir hier oben. Oberhalb der Folie, das heißt, wir schneiden die Folie jetzt mal auf. Warte mal, haben wir die anderen Taschen voll Gerümpel hier. So, wir müssen hier mal die Folie aufschneiden. Und dann bohren wir da oben mal durch. Da ist ein dickes Kantholz drüber. Das bin ich irgendwo da drüben. Und jetzt gucken wir mal, wo wir hier rausgekommen sind, dass ich da die Folie aufmache. So, mal die Leiter klettern. So, es müsste ja irgendwo hier in der Ecke sein. So, mal gucken, wo der Bohrer rausgekommen ist. Ja, leider ein bisschen kurz. Da ist nichts. Da ist er. Da ist der Bohrer. So, haben wir drei Löcher und jetzt legen wir da ein paar Kabel hin. Boah. So, jetzt legen wir als erstes mal hier einen Schlauch und zwar für das 5x15 von den Deckenlampen. So, hier hinten ist ja das Loch hinter der Wand, wo es runter geht zur Verteilung. Wenn man den Deckenleuchten, da könnte man natürlich schon, wenn man 5x15 legen, nimm 5x15, haben wir schon mehr Kreise. Ob da 24 Volt Birnen reinkommen oder ob da mehr später, oder ob wir 230 Volt reinmachen und dann dimmen, müssen wir mal gucken, was da für Leuchten kommen, ich weiß das noch nicht. So, und jetzt schieben wir hier das 5x15 durch. Die gehen noch eine Schraube rum. So, gucken wir mal drüben, wie lange wir brauchen. Heute ist nämlich schön ruhig hier, weil die Fensterbauer sind weg. Da habe ich natürlich schon ein bisschen mehr Zeit zum Filmen, ich kann ein bisschen mehr zeigen. So, gehen wir mal durch das erste Loch hindurch. Das hängen wir drüben in der Glaswolle irgendwo rum.
So. So viel brauchen wir hier. Und dann tun wir jetzt hier noch das Kabel für den Melder und für die Spots noch was reinziehen. So, ich brauche nur zwei Kabel, die rübergehen, weil in dem Drehkabel für die Spots, wo der drüben wahrscheinlich auch den Dimmer in die Decke, wie gesagt, da kommt natürlich, habe ich natürlich das Drehkabel für den Melder dabei, da brauche ich kein extra Kabel, spart natürlich auch wieder Kabel. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie man das hier oben abklebt. So, wo ich hier aufgeschnitten habe. So habe ich hier dieses Sigarisanband. So, etwas überlappend. So. So, dass das hier auf jeden Fall schön rundherum dicht ist. Ne? So, und jetzt holen wir Kleber. So, und zwar habe ich hier jetzt Kleber von der Firma Ursa. Ursa Seco heißt der Tischklebstoff DKS. Ist im Prinzip, den gibt es von verschiedenen Herstellern. Den gibt es von Würth, den gibt es von Siga, den gibt es von Siga und gibt es von allen möglichen. Von Alpha. Jeweils damit schön noch hinter das Kabel spritzen. Hier zwischen alles schön voll machen. So, der bleibt auch ewig elastisch. Das ist der Kleber, wo man auch diese Bahnen hier mit an die Wand klebt. Auf Stein kleben und so. Also der Kleber hält natürlich auf allem und er bleibt dauerelastisch. Ja. Und damit ist das dann dicht. Ne? Ein bisschen hier drüber schmieren. So. So, damit es auf jeden Fall luftdicht ist. Ne? Das muss ich bei jeder Durchführung machen. Am Kabel kleben bleiben hier. So. Kleben jetzt mal hier hin. So. So, und jetzt müssen wir es jetzt ein bisschen einteilen. Jetzt müssen wir nämlich mal gucken, weil hier machen wir ja einen Spot hin. So, von 115 die Hälfte wären 57,5. Ne? Wo ist mein Edding? Ah, hier ist der neue Edding. So, 57,5. Das heißt, hier wäre Mitte Spot. So, und das Maß hier Spot heißt, das drückt sich dann nachher ein bisschen nach hinten und da kann man dann nachher da mit dem Kabel noch durchkommen, da ist ja noch genug Luft. So, und jetzt ist das hier 160, das merken wir uns mal und machen dann hier jetzt, das heißt für drüben die Seite, müssen wir genau synchron bauen. Dann machen wir dann hier auf 80 einen Bewegungsmelder hin, damit wir unten am Tisch was erkennen. So, 57 BEW. So, das heißt hier mal Spot für hier unten den, unten der 80 ist. So, dann heißt, wir machen jetzt hier noch ein Bewegungsmelderkabel rein und dann müssen wir noch Spotkabel danach da oben ziehen. Für die Empore und auf die andere Seite natürlich. Ne? Wo wir hier so rüberklettern können.
Schwank. Ja, bin mal, was mal schneller als runterklettern. So. So. Da können wir nämlich hier die Trockenbau machen, das dann hier zu. Dann kann man das dann ausbohren. Mal gucken, ob sie gegen einen kleinen Obolus es mir mit ausbohren. Dann lasse ich den im Bohrrad da. Das muss ich mal gucken, wenn die das bauen. Gut. Jetzt muss ich von hier oben aus Kabel hier runterziehen. Das bisschen Fummels, obwohl da oben kann ich mit der normalen Leiter erst noch hinkommen. So, das habe ich jetzt hier auf der anderen Seite auch so synchron gebaut. Spot, Melder, das gleich aussieht. Theoretisch würde ein Melder wahrscheinlich reichen, einmal zwei wegen der Optik ein bisschen. Hier habe ich schon zwei Dachlatten dahinter geklemmt. Dass auf jeden Fall der Schlauch sich nicht weiter runterdrückt, dass man auf jeden Fall da noch gut drankommt. Passt ja so ohne weiteres. So, und die drei Kabel, die hier hochgehen, das ist eins, was hier drüben auf die andere Seite geht. Dann geht ein Kreis hier oben an die Decke, zeige ich euch gleich noch für Spots. Und einer geht komplett auf die andere Seite für die Eingangsbereiche. So, hier oben haben wir Spot, 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 dann hier Melder. Das ist hier für die Empore hier. Oder Galerie, wie man es auch immer nennen mag. Und hier unten haben wir dann, Spot, Spot, Spot. Da habe ich überlegt, machen wir da einen Melder hin, aber wir machen den Melder hier vorne unten drunter, ist einfacher. Aber so haben wir jetzt hier alle Kabel hier drin und wie ihr hier seht, hier ist überall natürlich, über den Balken drüber gesprungen bin, muss ich auch die Folie jedes Mal abkleben und wieder ausspritzen, dass das auf jeden Fall winddicht ist. Ne? So, jetzt sind wir hier oben, das war hier im Schlafzimmer, wo hier die Kabel raushängen von den Fensterkontakten, hatte ich euch ja gezeigt. Jetzt bohre ich von der anderen Seite eine Dose rein, wo wir dann die Sachen reinführen können. Dann bauen wir hier nämlich eine Dose ein, dann brauchen wir das später nicht mehr zu machen. Na, gehst du wohl da raus? Na du, wo ist mein Schraubenzieher? Da unten. Und jetzt noch die OSB-Platte. So. Jetzt haben wir da das Loch. Machen wir das Ding wieder aus dem hier raus. So. Bauen ein Döschen ein. So. Und jetzt, damit man natürlich auch später, wenn die Glasbohle drin ist, da noch mit dem Schlauch was machen kann, tun wir jetzt hier ein Stück Schlauch, immer das oder ein Stück da drüber machen, dass auf jeden Fall das Kabel durch die Glasbohle durchziehen können, wenn man das irgendwann mal tauschen wollte. Eine Glasbohle ist zwar ein bisschen Luft, aber wenn es mal da drin hängt, dann hat man die Scheiße. Kriegst du nicht mehr durch, bevor man die Wand dann kaputt machen müsste. So, das können wir hier aufschneiden. So. Jo, Seitenschneider, Kabelschere ist auch unten. Junge! Weil da kann nämlich die Wände können dann alle zugemacht werden. Ich meine, so viele Wände wie möglich können dann das zugemacht werden können, dass es nicht an mir hängen sollte. So, abschneiden. So, und dann Schlauch hier drüber.
So. Hier unten den. Nur noch ein bisschen da durchfummeln jetzt. Und hier war irgendwo das Loch. Wo ist es denn? Ja. So, perfekt. Jetzt haben wir die Späne hier runter. Dann kann das nämlich auch zugemacht werden. So. Gut. Jetzt haben wir das auch da drin. Tun wir drüben noch gerade die Kabel in die Dose reindrehen. Reinleiern wollte ich sagen. Und dann wird die Ecke auch gemacht. So, das kann man noch ein bisschen einkürzen hier. So, hier sind die Anschlüsse für die Sauna. Ich habe jetzt durch die Wand hinten hoch und dann die Dosen ausgebohrt. Da haben wir die Kabel da auch schon mal drin für die Sauna, die irgendwann mal kommen soll. So, und zwar, hier habe ich ja gesagt, hier kommt ja die Wand hin, wo hier quasi hinten die Waschbecken dran sind, dahinter ist ja die Dusche. Und in die Dusche soll ja irgendwie so eine Nische rein, da liegt schon mal ein Kabel für Beleuchtung. Und es ist geplant, hier hinten an der hier kommt so eine freistehende Badewanne hin. Und da hinten soll auch irgendwie so ein Kasten gebaut werden mit so einer Nische drin, so für Duschzeug und sowas. Deshalb legen wir von da nach da ein Kabel. Da haben wir genug Drähte zur Verfügung für zwei Kreise machen können oder noch mehr Kreise für Beleuchtung. So, das rollen wir dann hier unten, das schreibe ich schon gerade mal drauf. Beleuchtung. Nische. So. Jetzt legen wir mal hier am Boden hin, weil die Wand muss ja erst noch gebaut werden. So, und den Rest nageln wir hier rüber. Wenn die Wand da ist, dass wir es dann an die richtige Stelle legen. Hoppla. So. Schreibe ich schon mal drauf. Nische Badewanne. So. Dann legen wir das mal hier hin und beim nächsten Mal wird wohl dann auch eine Wand hier sein. So. Das auch. So, und jetzt machen wir noch dann hier, was haben wir hier, ich mache jetzt Raum für Raum durch jetzt noch, das sind die restlichen Sachen noch. Dann haben wir noch die Beleuchtung an der Decke, die teilen wir uns jetzt mal ein. Da wo die Sauna ist, machen wir ja kein Licht hin. Im Prinzip machen wir es genau wie im Schlafzimmer, dass wir hier oben 1, 2, 3, 4, 5 und machen oben 3 und dann haben wir das auch alles drin.